Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zur aktuellen Sendung Handwerk am Mittelrhein mit freundlicher Unterstützung von der HWK Koblenz. Heute geht es rund um das Thema Restaurierung von Fachwerkhäusern. Und dafür haben wir uns für Sie mal nach Oberwesel begeben und besuchen hier das Günder-Rode-Haus. Das stellen wir Ihnen jetzt mal vor. Translozierung, so lautet der Fachbegriff für die Umsetzung ganzer Gebäude. Das hier gezeigte Günther-Rode-Haus ist ein schönes Beispiel für einen solchen Abtrag und Wiederaufbau. Kaum vorstellbar, dass dieses Kleinod im Hunsrück vor Jahren fast der Abrissbirne zum Opfer gefallen wäre. Als Teil des filmischen Heimatepos um den Ort Schabach von Regisseur Edgar Reitz erlangte das liebevoll erstellte Fachwerkhaus Medienpräsenz sowie Berühmtheit. Nicht ursprünglich in den Weinbergen von Oberwesel erbaut, wurde es für einen Teil des Films extra errichtet. Eine handwerkliche Meisterleistung, denn heute sieht es so aus, als hätte das Haus schon immer hier seinen Platz gehabt. Ich befinde mich gerade vor dem Günder-Rode-Haus, das schon Filmgeschichte geschrieben hat. Es stand zwar ursprünglich nicht an diesem Ort, und wie es dahin gekommen ist, das erzählt uns jetzt Herr Rummenay. Wie ist es denn möglich, so ein Haus einfach zu verfrachten? Das liegt in der Konstruktion dieses Fachwerkhauses. Fachwerkhäuser sind im Prinzip, man muss sich das vorstellen, wie ein Bausatz. Das kann man theoretisch abbauen, mitnehmen und woanders wieder aufbauen. Das wird zwar nicht allzu häufig gemacht, hat aber durchaus einen historischen Hintergrund und ist in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht worden. Hier ist das natürlich ein Sonderfall, weil wir dieses Haus für eine Filmkulisse, für Heimat 3, an anderem Ort abgebaut, dann ein paar Jahre bei uns gelagert haben und hier wieder aufgebaut haben. Aber wie kommt man denn dazu, sich auf so etwas zu spezialisieren? Ach, ich sag mal, wenn man so einen soliden handwerklichen Hintergrund hat, was die Basis ist für die ganze Arbeit, muss man natürlich darüber hinaus mit dem Herzen bei der Sache dabei sein. Die Restaurierung ist immer ein Spezialgebiet aus der Bandbreite des holzverarbeitenden Handwerks. Aber wenn man das nicht gerne macht, dann kann man das auch nicht gut machen. Also das A und O ist wirklich, dass man mit dem Herzen dabei ist. Dann muss man sich entsprechend weiterbilden. Dann muss man das jahrelang machen. Da muss man natürlich Erfahrung haben, muss vor allen Dingen sehr gute Mitarbeiter haben, für die das gleichermaßen ein Anliegen ist wie für mich. Und ist das denn ein spezieller Ausbildungsberuf, den man dann erlernen kann? Also bei uns im Betrieb haben alle diese solide handwerkliche Ausbildung, entweder als Schreiner oder als Zimmerer, das ist der handwerkliche Background, den man haben kann. Darüber hinaus gibt es dann die Möglichkeit, sich zu spezialisieren, als Restaurator im Handwerk beispielsweise. Es gibt verschiedene Zentren, unter anderem auch von der Handwerkskammer Koblenz, die eben Möglichkeiten zur Fortbildung bieten und die muss man wahrnehmen, so wie man einfach in der Praxis und in der Übung bleiben muss. Dankeschön. Und ein solches Zentrum, das haben wir schon einmal besucht, und zwar in Herstedt im Hunsrück. Die Handwerkskammer Koblenz unterhält ein flächendeckendes Netz an Berufsbildungseinrichtungen und Kompetenzzentren. Eine erste Adresse in Sachen Wirtschaftsförderung finden wir in der Gemeinde Herrstein bei Idar-Oberstein. Dort informierte sich kürzlich Wirtschaftsminister Hering auf Einladung der Kammer. Diese Zentren wollen an Bildung, Schulung und Beratung genau das anbieten, was durch Handwerker sowie deren Kunden nachgefragt wird. Eine Initiative, die auch beim Minister ankommt. Mit sehr positiven Eindrücken gehe ich von diesem Ortstermin zurück. Bin auch sehr erfreut, dass man sich seitens der Handwerkskammer Koblenz entschieden hat, auch in ländlichen Regionen wie hier in Herrstein Ausbildungszentren zu errichten und damit auch in der Region qualifizierte Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung zu organisieren. Das ist immer wichtiger werden, weil natürlich auch der Bereich der Fort- und Weiterbildung immer höhere Bedeutung auch gerade für das Handwerk gewinnt. Und deswegen bin ich froh, dass die Initiative ergriffen wurde und das wird auf hohem Niveau hier praktiziert. Davon konnte ich mich überzeugen. Am Beispiel der Zentren, die der Minister besuchte, wurde deutlich, die Handwerkskammer Koblenz bietet ihre Leistungen tatsächlich dort an, wo sie nachgefragt und gebraucht werden. Von Herrstein direkt wieder zurück nach Oberwesel an die Weinberge. Und von genau hier aus werden wir Ihnen jetzt die neuesten News präsentieren. Unter anderem mit kaufmännischer Fortbildung oder mit den Meisterkursen. Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz. Zimmerer ab 13. Oktober 2007 in Teilzeit in Koblenz und ab 22. Oktober in Vollzeit in Koblenz. Kraftfahrzeugtechniker ab 25. August in Teilzeit in Koblenz. Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. Workshop geführte Energieberatung ab 28. Juni, Dauer 3 Tage. Betriebswirt des Handwerks ab 4. September in Teilzeit.
Am 16. Juni startet der Meisterschuss 2007. In der Qualifikationsrunde rollt auf 3 Fußballplätzen im nördlichen Rheinland-Pfalz der Ball. Das sind Emmelshausen im Hunsrück, Gering-Kollig in der Eifel sowie Selters im Westerwald. Alle Infos zum Fußballevent unter www.meisterschuss.info.